Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Update von PietSmi zum Thema Rundfunklizenz. Das grundsätzliche Problem zwischen Medienanstalten und YouTubern habe ich in einem anderen Video von mir thematisiert. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, abonniere doch diesen, um keine YouTube-News mehr zu verpassen. Jetzt kommt aber erstmal das Intro. Peter, auch genannt Piet, hat sich mit dem Chef der Landesmedienanstalt Hessen getroffen. Auf beiden Seiten wurde viel Aufwand betrieben, um das Treffen zu ermöglichen. Piet ist 4 Stunden mit dem Auto nach Wiesbaden gefahren und Peter Tauber, der die Nummer 2 in der CDU direkt nach Merkel ist, hat das Treffen organisiert. Sie haben eine Stunde lang miteinander gesprochen. Piet meint, das Treffen habe sich gelohnt. Wir haben jetzt dank dieses Treffens einige neue Erkenntnisse. Die Landesmedienanstalten seien wohl selbst mit der Situation unzufrieden. Dass eigentlich alle Landesmedienanstalten der Meinung sind, dass das so, wie es aktuell läuft, nicht so geht. Man kann den aktuellen Rundfunkstaatsvertrag nicht ohne Schwierigkeiten auf die neuen Medien beziehen. Deswegen, Überraschung, wusste ich auch nicht, liegen schon seit über 5 Jahren Vorschläge und Anträge der Landesmedienanstalten vor, bei den Gesetzesmachern das doch vielleicht mal anzupassen. Zuständig sind die Politiker, die in den einzelnen Bundesländern regieren. Eine Änderung des Rundfunkrechts hat gerade bei den Entscheidungsträgern keine hohe Priorität. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Rundfunkstaatsvertrag sich bald ändert, recht gering. Der Chef der Hessischen Landesmedienanstalt empfahl die Gründung eines Verbandes, der die Interessen der Influencer gegenüber der Politik vertritt. Man könnte damit viel mehr erreichen. Piet sieht das derzeitige Problem, dass die Interessen der Streamer gar nicht definiert sind und hält aus diesem und anderen Gründen eine Gründung eines Verbandes für eine gute Idee. Ich bin gespannt, wie sich das Problem weiterentwickeln wird. Ob oder wann die Politik das Rundfunkgesetz ändern wird, ist unklar. Nötig wäre es jedoch, damit zum Beispiel PietSmi und Gronkh wieder frei streamen können. Du kannst rechts oben auf das i drücken und eine Vermutung abgeben, ob oder wann das Rundfunkgesetz geändert wird. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mal schauen, wie es weitergeht. Bis dahin, haut rein.